Jeremiah vielleicht, ich hab den Namen nicht. Justin? Justin, ja. Dustin mit D, glaube ich. Dustin. Ja. Moment. Ich bin nicht am Schlafen und auch nicht top. Nee, ich heiße Juntin. Juntin! So, aber wir machen nicht Massentierhaltung mit Antibiotika, sondern wir machen Sportburger. Verstehst du? Sportburger, wir machen mit Anabolika-Hühnchen. Hey, connecte ich gerade auf KW-Server oder habe ich irgendwas falsch gemacht, Bro, und gehe gerade auf irgendeinen anderen Server drauf? Ist das KW? Die Erstellung eines neuen Charakters bestätigst du, dass dieser im Support Teamspeak von dir angemeldet und freigegeben wurde. Was? Ey, das ist ja übel cool, Alter. Ich habe schon ziemlich viele Brusthaare, Alter. Achso, ich kann sogar hier dann die Intensität lol. Okay, krass. Wie heißt der? Dings, das ist ein Justin. Justin Bra. Krieg ich auf den Arsch vom Support, oder? Justin. Ah, Mann! Ritter. 2000 geboren, der ist noch jung. Ich weiß nicht, ob ich das so spielen kann, wie ich das gerade in meinem Kopf habe. Ich hab mich vertippt. Er heißt Juntin, Alter. Scheiße! Er heißt nicht Justin, er heißt Juntin. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem machen soll. Shit, ich habe mir keine Gedanken gemacht. Das ist gerade super spontan. Ich muss mir gerade irgendwas überlegen. Ich brauche eine Geschichte, irgendwas. Und ich bin Juntin Ritter. Ach, Mensch. Mensch, der Herr, gehen wir doch. Wo geht der? Wo will er hin? Ausbrecher. Taser. Da rein, wieder zurück in die Sicherheitskontrolle. Was geht ab? Warum Sicherheitskontrolle? 1, 2, 1, 2, hopp. Tschüss, ich geh Sicherheitsbereich. Wunderbar, der Herr. Wie ist denn Ihr Name? Dings, ich bin Juntin. Sie reisen nach Los Santos, um was zu tun? Ich bin hier gekommen, Flugzeug, weißt du, ich bin eben, also was heißt eben gerade, ich bin vor 16 Stunden losgeflogen, Wuppertal Flughafen. Wuppertal? Wuppertal Flughafen, ich bin dort losgeflogen. Schwieriges Cluster. Digga, das habe ich schon mal gehört. Dings, ich sag dir, alle meine Kollegen haben gesagt, Juntin, Bruder, du musst Los Santos, auf jeden Fall, du musst Los Santos, du hast gutes Leben dort. Weißt du, guck mal hier, du bist arbeitslos, du hast keinen Job, ganzen Tag, ja, bist du Schwebebahn und so, chillst du hier? Gehst du lieber Los Santos? Weil in Los Santos kannst du Tellerwäscher machen und dann bist du Millionär. Deswegen, ich such Job jetzt hier in Los Santos Tellerwäscher, weil mit deinem Tellerwäscher-Job wirst du ein Millionär, verstehst du? Wenn wir jetzt mit dem Einwohnermelder reden, ne? Vielleicht können wir dann noch irgendwie ein Wässer wieder... Dass er zurückgeht, so nach... Boah, das wäre eigentlich schon gut. Stell dir mal vor, der hat noch Familie und bringt die her. Boah, ja, und dann noch mehr aus Wuppertal, ne? Boah, ne? Na, verkauft er noch Sonnenbrillen am Strand, ne? Mit 100 Jahren Garantie. Kacke. Schwierig. Okay, sie wollen Tellerwäscher werden, oder wie? Genau, weil mein Kollege gesagt hat, wenn du Los Santos gehst, machst du Tellerwäsche. Er kam zu mir, hat gesagt, Juntin, warte, Bruder, wenn du Tellerwäsche Los Santos machst, bist du Millionär. Der hat das gehört in den Fernsehen oder so, ich weiß nicht genau. Ich will Ihnen jetzt nicht Ihre Träume zerstören, ne? Aber, also in Los Santos sind Tellerwäscher, also unterbezahlte Menschen, ne? Unterbezahlt? Ja, also das ist Mindestlohn allerhöchstens. Wie viel ist Mindestlohn? Ich glaube $90 oder so. 90? Ja. In einer Stunde? Ungefähr. Bruder, ich mach das. Okay. Ich glaube, den kriegen wir nicht los, ne? In einer Stunde $90, Bruder, ich mach das auf jeden Fall. Auf jeden Fall mach ich das. Meintest du Penny? Ich schwöre, ich mach das. Ich meinte schon, also das Problem ist halt, dass ihre Lebenserhaltungskosten $90 die Stunde übersteigen. Ah, Bruder, guck mal, ich brauche nicht viel. Ich brauche locker nicht viel. Guck mal, wo ich herkomme, Wuppertal, weißt du, guck mal, ich habe immer, ich bin immer Penny gegangen, ne? Penny, kennst du Penny? Nee, sagt mir nichts. Okay, das ist so Laden bei uns, okay? So, und ich bin immer zu Penny gegangen, ich habe immer aus Kühlregal, ich habe Burger gekauft. Okay. Was Euro, ein Dollar, keine Ahnung, musst du später selber rechnen. Aber ich habe, ich habe 1 Euro, ein Burger gekauft. So, 30 Tage, ein Monat, ich habe 30 Burger, ich habe mit 30 Euro in einem Monat gegessen. Wenn ich $90 in einer Stunde verdiene,
Dings, ich komm übel klar, das geht übel fit, Walla, Bruder, das geht übel fit. Aber sie müssen halt auch bedenken, dass der Burger hier keinen Dollar kostet, der kostet hier 30, 40 Dollar. $30 für einen Burger? Ja. Richtig. Wir sind hier ein bisschen dekadent, wissen Sie. Wer bezahlt $30 für einen Burger? Die Leute hier. Dings, Bruder, ich mach Laden auf, kein Problem. Wuppertal Burger nenne ich den. Denk, dann kannst du zu mir kommen, Burger essen. Ich zeig dir Burger für $1. Mhm. So, aber wir machen nicht Massentierhaltung mit Antibiotika, sondern wir machen Sportburger. Verstehst du? Sportburger. Wir machen mit Anabolika-Hühnchen. Wir geben Hühnchen Anabolika und dann, wenn wir Huhnburger machen, weil hat doch sehr viel Eiweiß, weißt du? Ja, ist richtig. Locker, wenn wir einen Burger können, 35 Gramm Eiweiß, locker 35 Gramm, ich schwöre. So. Das wäre der High-Protein. Und wenn wir dann... Und wenn wir dann noch Anabolika-Hühnchen genommen haben, dann haben wir nicht nur 35 Gramm Eiweiß in einem Burger, sondern wir haben auch noch Anabolika in einem Burger drin. Also Geschäftsmodell klingt gut, ne? Also ich würde den schon so. Und dann machen wir nicht $30 wie andere Burger hier, sondern guck mal, ich mache zur Produktion so $2, aber ich verkaufe für 3. Boah, dann Dollar Gewinn, ne? Warte mal, Hämmerle, komm mal kurz, komm mal. Komm okay, 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 okay. Auf, okay. Also, komm mal her. Anabolika steht nicht als verbotene Substanz im Gesetz. Ja, richtig. Also da müssten wir eigentlich mit einsteigen, ne? Eigentlich sollten wir das machen, ne? Bei den ganzen Halbstarken hier könnten wir einen richtigen Rubel machen, ne? Richtig, richtig. Aber das Anabolika dürfte ja nur auf die Arme gehen, wenn man die Beine ja nicht sieht, ne? Richtig, richtig. Richtig. Das müssten wir ihn fragen, ob er das hinkriegt, dass das Anabolika nur auf die Beine, nicht auf die Beine geht, ne? Quasi nur oben rum so. Frag mal. Wie sieht denn das aus mit dem Anabolika? Kriegt man das hin? Weil man trainiert ja Beine nicht, weil man sie im Club nicht sieht. Na, erschien ja sicher ein Begriff so. Natürlich. Und mit dem Anabolika, könnten sie gewährleisten, dass es nur auf den Oberkörper geht und nicht auf die Beine sich auch absetzt? So? Digga, guck mal, das geht automatisch nur auf Oberkörper. Weißt du, wenn du jetzt nur Beine trainierst, hättest du riesen Beine, weißt du? Mhm. Also ich kann nicht machen, dass das nicht auf den Beine geht, aber guck mal, ich kann machen... Also das egal eigentlich, weil keiner trainiert Beine. Weil Beine brauchst du nicht trainieren, verstehst du? Ja, weil guck mal, den Club nicht sieht. Richtig, wenn du in den Club gehst, wo drauf kommen die Ladies? Dicke Bizeps, Bruder. Deswegen immer Eiweiß-Bizeps-Pumpen. Aber da hätte ganze ich Tag. So die Erweiterung, ne, für ihr Modell. Was halten sie davon, wenn sie nicht ein Burger-Fitness-Studio machen? Sie verkaufen quasi den High-Protein-Burger mit Anabolika drin. Und checken die Leute Bruder, gleich und auf ich hab die Handelbank. Dings, Bruder, und ich hab nur Handelbank, Bankdrücken, ja, und Kurzhantel noch für Bizepspumpen. Richtig. Aber ich hab gar nicht mit Beinpresse oder richtig. Sowas. Und hab ich alles gar nicht. Stirnackenkommando, ne? Natürlich Nacken. Nacken richtig. Ist wichtig. Richtig. Das ist richtig, richtig wichtig. Ich merk's mir auf jeden Fall, aber Telefon klingelt. Endlich haben wir einen Fitnessbedarf. Perfekt. Hallo. Gut, der Herr. Hier draußen stehen zwei Personen, die sind vom Einwohnermeldeamt, die kümmern sich quasi um den Rest, ne? Natürlich, ich geh zu denen hin, okay? Mach mal. Welche, die beiden hier vorne? Beide, ja, hier vorne. Beide? Kommen Sie mit, ich komm mit einfach. Okay. Hallöchen. Was geht? Grüß dir. Guck mal, hier ist einer aus Wuppertal. Ich bin der Jontin, was geht ab? Der was? Der Jontin. Ist der auf den Kopf gefallen oder ist der wirklich also? Komm doch erstmal auf die Tür, komm doch erstmal aus der Tür raus, Jon. Meine, ja, ich bin zu breit für den Türen, weißt du? Erst Maschine, erst. Ich kann nicht einfach, guck mal hier, Alter, wenn ich meinen Arm ausstrecke, guck mal hier, Alter, guck mal auch meinen Bizeps. Können Sie jetzt auch erstmal den Lassung, ne? Also jetzt machen wir mal ganz entspannt. Sie sind der Juntin. Ich bin der Juntin, ja. Ja, Justus, komm mal mit, ne? Wir gehen jetzt in das Büro. Was für Büro? Ich will. Dings. Begleitet mich, der von dem Computer da Ahnung hat. Ne? Ich sag, ich tipp da immer nur. Ja, ich mach das schon, Ja. Na gut, Stimmt, wir müssen laufen, ihr habt keine Schwebebahn, ne? Was für Schwebebahn? Ne, wir haben keine Schwebebahn. Aber das wäre was. Haben die anderen mir schon gesagt, eben gerade hier diese zwei Bullen, ne? Die haben gesagt, ihr habt gar keine Schwebebahn. Gar keine. Ne, haben wir nicht. Vielleicht was für die Zukunft, Jens, also... Nee, ich will keine Schwebebahn bauen, ich hab, das geht nicht. Das, weißt du, ich hab das Buch, da steht die größte Skandale von der Welt drin, ne? Da steht drin, ich darf nicht die Schwebebahn bauen und ich nicht, also gewisse Dinge darf ich nicht spuren, ne? Wie willst du dann in Zoo Elefant bringen? Na, nicht mit der Schwebebahn, weil darum steht das in das Skandalbuch hier drin. Weil da ist der Tuffy gestorben, nämlich. Richtig, der ist nämlich rausgefallen. Ja. Aus der Schwebebahn raus. Ja, darum machen wir nicht Schwebebahnungen.
Dann mach kein Elefant, aber ich kann mich da reinsetzen. Weißt du, wie viel Geld du an Schwebebahn Bahnhof verdienst? Nicht verdiene ich daran. Ja, doch, wenn du an Bahnhof, an Schwebebahn bist, du verdienst richtig viel. Okay, Herr Ritter, dann setzen Sie sich kurz, dann gucken wir mal nach, ob mit dem Visum alles passt. Auf den Sofa? Ja, wo Sie wollen. Okay. Platz bei. Okay, ich gehe auf den Sofa, okay? Darf ich hinlegen auch? Ich bin ein bisschen müde noch. Ja. Von mir aus, Sie haben hier keine Schuhe an. Okay. Du musst gucken nach der Julian. Heißt der Julian ist das. Julian? Ich dachte, ja. Nein, es ist Justus. Jeremiah vielleicht, ich habe den Namen nicht. Justin? Justin, ja. Dustin mit D, glaube ich. Dustin. Ja. Moment, Nachname war Ritter, ne? Ey, ich bin nicht am Schlafen und auch nicht top. Nee, ich heiße Juntin. Juntin! Juntin. Juntin! Ja, Juntin, Schwert ist doch gut jetzt. Hier, Justus, was ist das jetzt? Schwert wie der Ritter oder Ritter wie die Burg? Juntin Ritter. Na gut, wie Sport. Ritter, guck mal, so wie früher ein Ritter. Ja, wie. Weißt du, mit einem Schild in der Hand. Ja, das ganze Nüsse ist das, glaube ich. Also Ritter, wie der Sport. Juntin, ne? Sport, also? Ja, nee, Ritter wie der Haselnuss. Juntin ganz Nuss? Naja, Keks auch. Juntin Marzi. Ich schwöre, ihr erinnert mich voll an meinen Kollegen. Der heißt? Nee, an alle. Die labern auch ganze Tag so. Ach so, okay. Kommt ihr auch Wuppertal? Nee. Haben Sie vielleicht einen alten Ausweis für mich, Herr Ritter, noch? Ich schwöre, ich habe Respekt vor Ihnen. Er hat mir eine Lunte gegeben. Natürlich, ja. Ich habe noch Ausweis. Ne? Ich habe das ID-Karte mitgebracht. Reicht das? Ich habe keinen Reisepass. Die wollten das nicht sehen. Warum haben Sie jetzt Ihre ID-Karte mitgebracht? ID-Karte, ID. So. ID-Karte. Ja, gut, die war schon verwirrt. Ich dachte, Sie wollen einkaufen gehen. Hier, guck mal, das habe ich noch. Ich war ein bisschen verwirrt, ne, was sie jetzt, also, Juntin-Ritter, ja. Sie können bei uns auch beide Miles. Nee, keiner kauft bei Aldi ein, jeder geht Penny. Ja, weil die haben Adelskrone. Haben sie das vielleicht auch noch, so eine Penny-Karte? Penny-Karte? Ja. Nee, die habe ich zu Hause gelassen. Ja, gut. Ja, stimmt, die ist ja beim anderen Zeug. Wir gehen zum Automaten. Ich bin noch auf Pump von gestern. Ja, auf den Booster auch, ne? Haben sie den Präkreat-Cartoon genommen oder was? Ja, Booster immer bei Training, Koffein, natürlich. So, John, hast du jetzt schon mal den Automat bedient? Meinst du mich? Ja. Ich bin Juntin. Hab ich doch gesagt. Juntin, der ist nicht so. Natürlich, ich weiß, wie ein Geldautomat geht. Ich habe schon mal abgehoben, von mehreren Konten. Waren das alles deine Konten? Natürlich nicht, auch von Kollegen noch. Na gut. Dann heb dir jetzt mal ein bisschen das Geld auf. Wir gehen danach erstmal ein bisschen was vor der Klamottchen machen, ne? Von wem ist die Karte, die du mir gegeben hast? Meine jetzt? Ja, richtig. Der Geld, der da drauf ist, auch meine jetzt, ne? Ja. Ja, das kann man so sagen, ne? Ist hier muss so ich das zurückzahlen oder ist das BAföG? Das ist quasi, der BAföG musst du auch zurückzahlen, Juntin, ne? Das ist das Prinzip von der BAföG. Das ist aber das Startkapital, die wir von der Staat hier geben. Keine Ahnung, sehe ich aus wie so ein Studierender? Ja, du siehst schon aus wie so ein BWL-Juntin. Bruder, ich habe 16 Scheine, Mann. Ja, das ist... Okay, ich nehme mal direkt einen Schein runter, ne? Bruder, du hast mir 3 Scheine auf Tasche gegeben. Einfach so. Was muss ich machen dafür? Ich schwöre, ich mache nicht alles. Ich habe gesagt, du musst die Zigaretten verkaufen auf der Straße, ne? Aber ich habe schon eine Lunte geraucht. Ja, das ist kein Problem. Ich habe... Ne, da wo das herkommt, da kommt wahrscheinlich auch noch mehr her. Da komm jetzt mit, Juntus. Juntin. Hab ich doch gesagt. Kannst du das nicht merken? Guck mal, ich hab so einen einfachen Namen. Jeder Dritte in Wuppertal heißt so. Hast du auch einen Zweitnamen, Juntin? Nee. Nee, okay. Aber meine Kollegen nennen mich Jun. Weil das kürzer ist. So, Jeremia, dann guck dir mal bei der Klamottenhändler an, was dir da... Habt ihr Philipp Klein? So, warte, ich kauf noch eine Hose. Ja, Jogginghose, oder? Ja, ich hab schon, aber ich brauche eine neue. Aber ich würde schon eine Jogginghose nehmen. Ja, ist angenehm, ne? Guck mal, egal, ich nehme einfach so krasse in schwarz. Die passt doch. Dings, Schuhe brauche ich auch noch welche. Ja, wäre zu... Ey, und ich habe noch 5 Scheine auf Tasche, ich kann locker auch eine Uhr kaufen, oder? Oder hier, guck mal, das sieht aus wie ein Patek so ein bisschen, oder? Ja, das sieht gut aus, ne? Ja, glaubst du, die Leute sieht? Von Weitem denken, dass ich ein Reicher bin? Ja. Okay, dann brauche ich Schuhe noch. Gerade mit den goldenen Ketten auf dem T-Shirt drauf. Ja, sicher. Warte, ist auf mein...
Ist das dieser Hund auf meinen Schuhen? Das ist richtig, ja. Das ist der Chihuahua auf deinen Schuhen jetzt. Justus. Okay, das ist in Ordnung. Ich mag das. Ich mag Hunde. Hey, ist ein super Design. Gibt es auch als Anzugjacke, wie du siehst. Sind das Skots hier von der Bambi Skot? Ich hab die noch nicht gesehen. Vielleicht stehen die mittlerweile draußen. Da kann sein. Ey, nicht die, aber sag mal, wo kriege ich denn hier was Anständiges zum Ampfen? Ja, komm mal mit, wir gehen erstmal in den Supermarkt. Ich brauch Eiweiß. Haben die Quark? Ich glaube ja. Was geht? Ich hätte gern Magerquark, bitte. Oder Hüttenkäse. Okay, Buttermilch ist auch okay, aber gib mal direkt 5. Aber ich brauche auch noch was zu essen, nicht nur trinken. Naturjoghurt. Okay, gib mal 10 Becher. Danke, Bruder. Ich schwöre, ich kannte in Wuppertal auch mal einen, der in G-Klasse hatte. Was hat er gemacht beruflich? Das weiß man nicht genau, aber manchmal das, manchmal das. Import, Export, ja. Bruder, das ist aber keine normale G-Klasse, wie ich den kenne. Ja, das ist ein bisschen der Größere, weil ich bin ein bisschen der Größere. Oh, aber der ist schon geil auch, ne? Geil. Du kannst dich auch hinten rufstellen, ne? Geil. Stell dich hinten ruf. Nee, ich will sitzen. Oh, der ist schon geil. Kann ich mal fahren? Ja, da du hast du denn den Führerschein? Natürlich, aber ich habe den nicht dabei, aber du kannst mir vertrauen. Ich bin einmal schon mit deiner Gegend. Guck mal, also schlimmer kann ich das nicht machen. Ah, gut. Ist der V8? Der ist V12, oder? Ja, das ist der große. V12, ne? Ja, ich glaube. Okay, aber erstmal langsam. Motor muss erstmal warm sein. Ist der turbocharged? Also sag, kann ich einfach treten? Mach doch. Okay. Wo fahren wir hin? Ja, du wolltest doch zu dem Meeting Point. Da okay. Links. Doch nicht. Ja, ist egal. Zu spät. Ja, gut, was ist das für eine Riesenstraße? Guck mal, das sieht aus wie eine Schwebebahn. Weißt du überhaupt, wo wir hin müssen? Ja, klar. Zwar hier rechts. Jetzt links. Wo lang muss ich? Na, jetzt ist hier rechts ist der Meeting Point, Glees. Hier rechts. Weiß aber nicht, da ist was los. Juck. Da kannst du dir vorstellen. Bei den Leuten? Ja, da kannst du dich, da ist auch der Saro, die macht dir bestimmt eine gute Crepe. Aber Protein. Vielleicht ist das besser, wenn die mich nicht kennen. Aber Warum? Gut, ich geh mal gucken. Geh mal gucken, ja. Ey. Und danke, dass ich fahren durfte, ne? Ja, nicht dafür, ne? Jonsson. Ich küsse dein Auge, Bruder. Ich küsse dein Auge. Ja, tschüss, lelele. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich meinen Flow gefunden habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt. Der Charakter hat so ein bisschen sich verwandelt irgendwie in der Zeit. Ich musste so ein bisschen den Wuppertal-Flow finden. Das hat ein bisschen gedauert kurz. Like a real love, but it goes so.